Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und tatsächlich jetzt auch wieder mit Kamera. Ich habe alle möglichen USB-Stecker hier, zack, zack, zack. Und dann habe ich noch alles deinstalliert und wieder drauf installiert. Und es ist einfach komplett verdummt. Aber wir haben eine Kamera und das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Heute möchten wir doch über die PBE-Patch-Notes reden, die ja doch sehr, sehr wichtig sind. Denn aktuell ist ja Riot bzw. LOL so, ja, ein schwieriges Kind. Ja, es wird sehr, sehr viel gepatcht. Es gibt aktuell viele Probleme. Dazu möchte ich auch gerne nochmal meine Meinung in diesem Video zu den Änderungen droppen. Da sind sehr, sehr coole Sachen bei. Angefangen natürlich mit Aatrox. Hier muss man natürlich jetzt ehrlich sagen, das Rework ist kacke. Als neuer Champ wäre es wirklich geil gewesen. Und ja, der aktuelle Aatrox ist relativ gut wieder. Aber es weinen jetzt viele Leute rum, dass Aatrox nicht gereworkt werden sollte, die aber selber nie Aatrox gespielt haben, weil sie den Champion nicht mögen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn... Ich habe Aatrox gerne gespielt. Ich kann das gut beurteilen. Ich habe ihn auch onstream sehr viel gespielt. Ja, aber es gibt jetzt viele Leute, die haben 30 Seasons lang kein Aatrox gespielt und sagen jetzt, dass dieses Rework kacke ist. Ne? Und dass sie den alten Aatrox haben wollen. Aber das ist eine Sache. Gehen wir zunächst einmal durch und zwar haben wir nämlich Skins. Es gibt, ich habe sie auf dem PBE schon gesehen, wo ich mein Gameplay gemacht habe, diese zwei schönen neuen Skins, God King Darius und God King Garen. Wir haben hier einen Wolf und einen Löwe, beides Legendary, 1822 RP. Die Skins sehen insane aus, sind unglaublich gut. Also wenn ich einen davon, ich meine, ich bin Garen Main, so ein Teilzeit-Garen Main, immer mal wieder quasi. Ne, wo ich diesen Skin hier in-game gesehen habe, ich wusste nicht, was das für ein Champion ist, Alter. Der sieht einfach komplett aus, GG. Ne, sehen auch beide aus wie ein Panzer. Garen sieht eh immer aus wie ein Panzer. Darius sieht hier komplett aus wie ein Panzer. Und der Löwe läuft auch am Anfang mit aus der Base, wenn ihr losgeht. Ne, Backport-Animation sieht sweet aus. Und hier sehen wir den Löwen, der läuft so ein Stück, beziehungsweise Wolf. Ja, aber Skins ist immer eine Sache. Weiter geht es dann, ne, dass, wenn ihr LOL quitten wollt, Leute. Dann deswegen. Und zwar gibt es nämlich einen neuen Mauszeiger. Ja, also... Ich sag mal so, wenn wir ganz ehrlich sind, der alte sieht halt wirklich extrem alt aus. Der sieht einfach komplett nicht up-to-date aus. Der hier sieht natürlich modern aus, sieht ein bisschen, ja, so ein bisschen stylischer aus. Also ein bisschen, weiß ich nicht, so einfach der Zeit ein bisschen gemäß. Wobei modern auch nicht immer das Geilere sein muss, klar. Keine Frage. Ich denke aber auch, dass der Mauszeiger, der alte, einfach auch ein bisschen RIP ist. Ne? Wenn du hier, das geht, glaube ich, im Getümmel geht das extrem schnell unter. Hier sieht man das Schwert... Ja, das leuchtet schon so ein bisschen hervor. Hier, beides in Rot, so, kann schnell untergehen. Und auch diese Metallhand, so, ne, die leuchtet nicht. Ich habe schon ab und zu meinen Mauszeiger mal im Teamfight verloren. Und dann wusste ich nicht, wo das Ding ist, ne, wenn da gerade wirklich viel los ist. Ja, dann gibt es natürlich noch ein Event, ähnlich wie das Yasuo vs. Riven Event, was es mal gab. Dieses Mal natürlich dann mit Darius gegen Garen. Und zwar haben wir hier Versus Token, Versus Bag, Lion Orb und Wolf Orb. Ihr könnt also wieder so ganz viele Token sammeln und dort eintauschen etc. Blablub. Ja, hier kriegt man zum Beispiel 5 Skin Shards für Champions von derselben Fraktion. Ja, das ist eine ganz coole Idee auf jeden Fall. Und müssen wir mal schauen, was das wird, ne? Weiter geht es dann mit den Changes. Und zwar, ADKs werden extrem viel angegangen. Zunächst haben wir erstmal Jinx, die ihre WAD-Ratio um 20% erhöht bekommt. Ist 20% Punkte, bevor jetzt wieder hier Hater kommen, ist, also holy shit, 160%, das ist unglaublich krank. Natürlich Jinx, wir müssen fair sein, wir müssen das Ganze ordentlich betrachten, baut meistens ein Infinity Edge und dann sowas wie Runans und Statics oder ein Rapid Fire, also zwei Seal Items. Bedeutet, sie hat sehr, sehr lange sehr wenig AD, aber dennoch ein 160% AD-Scan ist unglaublich gut. Dann haben wir Kindred. Kindred ist ein schweres Kind, denn sie leidet natürlich sehr, sehr unter den Jungle Changes, unter den Scuttlecrab-Änderungen. Und deswegen kriegt sie eine neue Passive. Man will sie nach wie vor so ein bisschen, ja, wieder ins Game reinbringen. Sie bekommt eine neue alte Passive, denn diese Passive hatte sie mehr oder weniger schon mal. Ich glaube, sie war etwas anders. Und zwar könnt ihr Stacks sammeln. Ja, das heißt, wenn ihr rumlauft oder angreift, bekommt ihr Stacks. Und wenn ihr volle Stacks habt, dann macht euer nächster Basic Attack so, dass euer Wolf angreift. Und abhängig von eurem Level, 34 bis 102, Health from the Target macht. Und zwar based on Lump's Missing Health. Das ist jetzt ein bisschen... Ja, das weiß ich noch nicht ganz, wie ich das werten soll. Vielleicht ist das auch ein Schreibfehler. Normalerweise ist Execute immer so, mein Damage ist abhängig, wie viel HP der Gegner hat. Hat er wenig, mache ich mehr. Und hier ist es angeblich abhängig, wie viel HP Lump hat, also man selber. Ist jetzt die Frage, macht man also viel Schaden, wenn man viel HP hat, oder macht man viel Schaden, wenn man wenig HP hat? Finde ich nicht so gut die Idee, weil das schlecht zu beeinflussen ist. Also wenn du viel HP hast... Würde es Sinn machen, ne? Wenn du wenig HP hast, weiß ich nicht. Ne? Dann müsstest du sagen, okay, ich sammle meinem Divulga Ultimate ein, damit meine W hier ein bisschen mehr Damage macht. Dafür macht euer Wolf's Frenzy kein Reduced Attack Speed mehr auf Monstern. Ist uninteressant, ist ein sehr, sehr schöner Buff für Kindred. Master Yi.
Wir haben ja aktuell so eine Master Yi Meta oder eine Abuse Booster Strategie Meta mehr oder weniger. Und natürlich springen ganz viele auf und spielen diese Combo und zacken wahrscheinlich auch sehr gut damit. Also ich habe schon sehr, sehr viele Leute gesehen, die damit nicht so richtig krass sind. Und zwar ist es so, ihr spielt Master Yi, ne? Kennt alle, ich glaube, ich brauche das nicht erklären, aber und pickt dazu Taric, Lulu, irgendwas Supportlastiges. Und im besten Fall macht ihr es so, ihr seid im Jungle, Master Yi, Schlitz, 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 alles wegschlitzen. Und dann geht ihr auf die Topline, drückt ein Q, nimmt alles mit und geht wieder in den Jungle. Das wird jetzt genervt und zwar macht ihr keinen Bonus-Damage mehr an Minions. Naja, meistens ist Master Yi, der macht da wirklich eine Q, alles fällt um. Und jetzt muss der deutlich länger auf der Toplane die Minions rumkloppen, hacken, weil er keinen Bonus-Damage mehr macht. Dafür hat er etwas weniger Mana kosten. Ich denke, das ist eine ganz gute, nette Änderung und geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Nunu. Nunu ist, ja, ebenfalls Booster-Strategie. Ne? Nunu, Karthus. Wer kennt das? Ihr pickt Nunu Jungle, ihr pickt Karthus Midlane. Und dann geht ihr als Karthus die ganze Zeit dem Nunu hinterher und nimmt alles, ne? Alle Camps, sammelt alles komplett ein, seid überkrass ultra fett. Und dann wieder in die Mitte, sammelt da wieder alles ein und geht wieder mit Nunu. Irgendwann habt ihr einen Rabadons, dann drückt ihr auf Ultimate und Nunu gibt euch die W. Und ihr macht einfach 40% mehr AP, beziehungsweise habt ihr, und knallt einfach komplett alle Gegner um. Ne? Ihr seid überfett und macht todesviel Schaden. Und das wird ebenfalls genervt, nur noch 20%. Ist natürlich schade, ne? Dass ich finde, man muss ehrlich sein, das ist eine coole, kreative Idee. Das ist eine coole Strategie, aber es wäre kreativ und geil, wenn es eine Kombo wäre, wo man sagt, hey, beide benötigen so ein bisschen Skill und machen was richtig Geiles und nicht, ich drück R, du drückst W und wir gewinnen. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, gefällt mir nicht, ne? Man sollte geile Ideen fördern. Aber auch hier, ne, Master Yi drück Q, ich bin Kale, ich drück R, das ist nicht kreativ, das ist kacke. Ja, Pike. Pike ist gar nicht kacke. Pike ist gerade ein Champion, den feiere ich überkrass. Er macht unglaublich viel Spaß. Hier ist das Problem, viele spielen mit Aftershock. Viele spielen ihn Full Tank. Bedeutet, ja klar, er kriegt keine AP. Aber sie bauen Ban of Command, also haben sie gebaut Ban of Command, Zerod Portal und verschiedene Items, die einfach Resistenzen geben. Und jetzt soll das Ganze etwas gechanged werden. Und zwar so, dass ihr weniger Base Damage habt. Hier, uns fehlt 30 Base Damage auf Stufe 5. Und ihr habt auch hier bei der Ultimate 50 weniger Base Damage auf der letzten Stufe. Aber dafür habt ihr mehr Scalings. Das heißt 30% mehr und hier 20% mehr. Das ist unglaublich gut. Also wirklich, wirklich, wirklich. Klar, ihr müsst jetzt AD bauen, ihr müsst Assassin gehen. Oder zumindest werdet ihr dann eher belohnt. Dann werdet ihr sogar so sehr belohnt, dass ihr mehr Damage macht als hier auf Stufe 5. Na, das wird sich sehr, sehr schnell ausscalen, ausbalancieren. Finde ich cool, weil ich baue meistens sehr AD-lastig. Wobei ich auch die Tank-Items sehr gerne gebaut habe. So ist es nicht. Finde ich aber cool. Ist eine schöne Änderung. Kann man leben. Zinch, ein bisschen mehr Mana kostet auf seiner Q. Uninteressant. Was wir dann haben, ist AD Carries. Jetzt geht's los. Und zwar Tristana. Letzte Stufe, 40% mehr Bonus AD. Das ist ja auch der erste Spell, den sie komplett max. Deswegen unglaublich geil. 40%! Das ist komplett GG. 40. Ich meine, Tristana ist ein unglaublich starker Early Game Champion. Wenn ihr, vielleicht wird sich da ja irgendwas ergeben, First Backen BF Sword kauft. Klar, ich weiß, Infinity ist gerade eine schwierige Geschichte, aber, ne? Wenn du es irgendwie hinkriegst, vielleicht wird das ja Meta sein, dass du wieder sagst, BF-Sword und dann Seal-Item. Weiß man nicht. Dann hast du auf jeden Fall unglaublich viel Damage, ne? Holy shit. Tristana wird ordentlich Gas geben. Dann geht's weiter mit Twitch. Auch der gibt etwas mehr Gas, indem er 10% mehr Scaling auf der E hat und auch auf der Ult 10 AD mehr. Ne? Das sind coole Änderungen. Das ist nice. Das sind vor allem wichtig Crit-AD-Carries, weil die sacken ja, ne? So AD-Carries wie Draven, Lucian, Kaiser, alles, was kein Crit baut, die werden hier nicht angegangen. Weiter geht's dann mit Vayne. Die macht 1% mehr Enemy Max AP durch ihre, also Bonus True Damage durch ihre W. Ist nett, ist cool, kann man mit leben. Und dann haben wir Xayah. Xayah, weniger Cooldown auf der Q, weniger Cooldown auf der E. Auch hier 2 Sekunden im Late Game. Das ist unglaublich gut, meiner Meinung nach, denke ich. Hier 1 Sekunde im Late Game. Sind super, super coole Änderungen. Weiter geht's allerdings noch etwas, bevor wir das Ganze mal etwas zusammenfassend drüber reden. Zum einen wird Infinity Edge um 100 Gold günstiger gemacht und Essence River wird gechanged. Ich würde sogar von einem Buff reden, ehrlich gesagt. Und zwar hält es 2 Sekunden weniger, aber ihr habt in dieser Zeit 20% mehr Attack Speed. Das heißt, das Fenster, um Leute zu zerstören und Spells zurückzusetzen, ist nicht mehr ganz so groß, aber dafür intensiver, krasser, heftiger. Ja, ist, glaube ich, eine coole Idee. Hier haben wir noch das Masterwork und Stormraiser, ebenfalls ein Item, was eigentlich eher die Champions bauen, die keinen Crit bauen. Na, für die ist es gut, so rein theoretisch für sowas wie Draven in der Richtung.
Ne? Das heißt, dieses Item gibt jetzt nur noch 1% Damage für 0,75% Crit anstatt 1,5. Klar, ich weiß, aktuell die Meta ist so, dass sogar Kate und alle Crit-Ali-Carries mehr oder weniger bauen, damit sie mithalten können. Aber fassen wir das Ganze mal zusammen. Riot hat vor nicht ganz so langer Zeit geschrieben, vor 1-2 Monaten, hey, wir wollen versuchen, oder vielleicht 3 Monaten, wir wollen versuchen, auf der Botlane verschiedene Champions zu etablieren. Das ist nicht nur ADK-Swipes, das haben sie gesagt. Und sie haben gesagt, der nächste Champion, den wir releasen, wird das Ganze untermauern. Und das war Kaiser. Kaiser kam raus und du kannst rein in der Theorie und konntest AP Kaiser Botlane spielen. Das heißt, du hattest einen AP-Champion auf der Botlane. Und jetzt, ne, haben die Meta weiter so ein bisschen dahin gebracht, dass man auch andere Champions unten spielen kann. Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Denn du hast die Idee, dass man sagt, wir nehmen jetzt zum einen entweder zum Beispiel Swain Botlane. Und Swain ist im Early Game die ersten 10, 20, vielleicht sogar 25 Minuten geiler als eine Tristan. Ne, hat mehr Power, gibt mehr Gas, braucht keinen Crit bauen, ist sofort nach jedem Item geil. Aber irgendwann ab so einem gewissen Zeitpunkt, ab Minute 25, vielleicht ab 30, vielleicht auch ab 20, wird die Tristana den Swain outscalen. Du hast also die Entscheidung, wie möchten wir unser Game gestalten. Möchten wir lieber fürs Early Game gehen oder möchten wir lieber fürs Late Game gehen? Also ich finde diese Entscheidung eigentlich cool. Ne? Und Riot hat das gesagt und jetzt weinen alle rum. Manchmal sollte man vielleicht mal die Sachen durchlesen, die Riot sagt. Natürlich ist es ein bisschen dumm für ADKs, aber ich meine, als ADKs in der Midlane waren, da hat keiner hier gesagt, ja geil, wir sind ADKs in der Midlane. Jetzt, wo ADKs nicht mehr auf der Botlane sind, da ist jeder am Wein. Aber, ich meine, okay, es waren natürlich nicht alle ADKs auf der Midlane, aber, ja, schon einige, ne, schon einige. Ich meine, ich habe auch schon Vayne in Mitte gesehen. Und Draven auch schon. Und Jhin auch schon. Und Lucian, Corki ist halt sowieso. Aber auf jeden Fall, sie hätten ja auch einfach sagen können, ne? Ich denke, das untermauert das Ganze ein bisschen. Sie hätten einfach sagen können, okay, wir machen Seal wieder günstiger. Seal ist gerade super teuer und wenn sie Crit-ADKs zurückbringen wollen, dann könnten wir sie auch einfach Seal stärker machen. Aber sie wollen, dass sie langsam scalen, das sieht man ganz einfach, dadurch, dass die nicht die Items gebufft haben, sondern die ADKs selber. Ne? Dadurch sieht man, ihr habt immer noch den gleichen scheiß langen Weg zum Scalen, aber ihr seid jetzt selber stärker. Ihr seid nicht so schwach ohne diese Items, nicht mehr ganz so schwach. Und ich finde die Idee eigentlich von sich aus ganz cool. Das ist aber nur meine Meinung. Was ich noch dazu sagen muss, Atma's Reckoning und Spear of Sojourn, falls ihr diese beiden Items vermisst, die werden erstmal zurückgezogen, weil Riot sagt gerade, also vor allem ist, glaube ich, das Ding, dass zu viele, die kriegen selber mit, dass so viel negatives Feedback gerade zu der aktuellen Meta und so weiter, dass alles so über den Haufen geworfen ist und deswegen sagen die, okay, wir lassen das erstmal ein bisschen ruhen, ne? Wir schieben das erstmal nach hinten, wir frieren es ein, steht glaube ich irgendwo Icebox. Na, das wird irgendwann wiederkommen, die Items werden safe kommen, hundertprozentig. Aber erstmal nicht, damit das Ganze sich so ein bisschen, ja, relaxen kann, sag ich mal. Ganz zum Schluss haben wir noch Unsealed Spellbook, hat jetzt statt 5 Sekunden 2 Sekunden. Und damit sind wir durch. Das war meine Meinung, könnt mir gerne wieder eure Meinung droppen. Ich bin da auf jeden Fall heiß drauf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen. Und